So, was haben wir da noch für schöne Aufgaben? Straßensperren. Die klingt doch lustig. Zweimal Holzplanken, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, das ist nicht schwer, macht das. Das ist super einfach. Hier gibt's welche. Du erinnerst dich, wo ich in der Brücke hing? Hier gibt's Holz. Und gibt's zweimal, da war ich vorhin. Da habe ich den Anhänger abgeholt. Die Straßensperre ist fast daneben. Okay, mach ich. Tatsächlich kann ich nicht wirklich viel anderes machen, wenn ich Stream gucke, der mich wirklich interessiert. Okay. Die Frage ist natürlich auch, was für eine Maschine du hast, wie viele Monitore du da hast und so weiter und so fort. Und ja, Blacky, dass du 1,88 und damit ein Riese bist, ist mir schon klar. Gegen Papa bist du trotzdem ein Zwerg. Also wenn ich den Stream wirklich gucken will, dann kann ich da nichts anderes machen. Ja, kein Ding. Ich meine, neben dem Stream zocken tut natürlich auch die Aufmerksamkeit rausziehen vom eigentlichen Stream. Und gerade wenn man es interessant findet, will man ja eigentlich dann doch lieber den Stream schauen. Es wäre quasi so, als würdest du ins Kino gehen, um Popcorn zu essen. Oh, wait. Also ich Gummibärchen. Ja, ich esse tatsächlich auch kein Popcorn im Kino, außer ich bin wirklich hungrig und es gibt gerade nichts anderes hier im Saal. Natürlich. Es geht nicht um den PC mit zwei Monitoren und so, geht schon, aber mein Kopf möchte da nicht. Ist ja auch kein Stress. Ich meine, meistens entspanne ich mich auch nach der Arbeit, indem ich irgendein Spiel zocke und nebenbei irgendwas laufen lasse, um einfach multimedial komplett abgeschaltet zu werden, weil es einfach so viel ist. Also von daher. Ich verstehe das schon. Tatsächlich zu den Leuten, der da irgendwie was immer auf den Ohren braucht. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie wenn ich jetzt irgendwie was mache am Rechner oder so, dann habe ich tatsächlich irgendwie einen Stream oder einen Fernseher oder irgendwas an, was mich beschallt sinnlos, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Also ich, ja. Ich für mich wäre jetzt zum Beispiel Ruhe total atypisch zum Arbeiten. Vor allem, wenn es kreativ sein soll, irgendwas programmieren oder irgendwas Kreatives wirklich erstellen. Richtig, also Kreatives, da habe ich. Jetzt habe ich schon wieder rausgeklickt. Warum geht. Jetzt geht's nicht. Kreatives habe ich am liebsten auch irgendeine Musik oder sowas auf den Ohren, wo ich dann halt mitsingen kann, die mich so ein bisschen ablenkt von dem, was ich da eigentlich tue, und das funktioniert schon. Und wenn ich sehe, okay, Satishu streamt GDFO, dann will ich dazu gucken und nicht den bei Kerbal Space Program spielen. Weißt du, was ich meine? Ja, wobei, wenn Kerbal Space Program 2 rauskommt, dann. Okay, dann spiele ich das auch. Verdammt. Hilfe? Ich stecke fest. Stückchen weiter weg von der Position, wo wir zuletzt gesehen haben. Und hier ist ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Noch rechts Häuser und so, du wirst dich da rausziehen können. Nein, hier ist kein Windepunkt. Nirgends. Alter, warum? Was hast du getan? Und da links an die Bäume kannst du dich nicht winden? Nein. Ich bin genau so feststeckend, dass hier nichts ist. Exakt nichts. Ja. Das ist nicht mal wunderschönes Nichts. Da machen wir gleich wunderschönes Nichts draus. Ich mag wunderschönes Nichts. Ich meine. Rechts rumgefahren? Ja, wahrscheinlich. Weil ich brauche eh Holzrahmen, ich könnte die da gleich mitnehmen. Richtig. Na, ich komme. 2 bis 3 Wochen bin ich da. Ja, ist okay. Ich kann warten. Ah, KSP 2. Das wird hoffentlich großartig. Ja, da, ich hoffe auch drauf. Ich glaube, du hängst auf etwas, also sitzt auf. Ja, das könnte sein. Aber dummerweise ist hier Schnee, von daher.
So. Wenn Stein oder was mit reinberechnet ist, dann hast du gelost. Ja. Wir wissen ja, was so ein Kieselstein anrichten kann. Aber da es prinzipiell fast auf meinem Weg liegt. Allerdings starte ich halt gerade erst, also ein bisschen dauern wird's. Das macht nichts. Das Fahrzeug dient sowieso jetzt aktuell zum Nachtanken von dem anderen Fahrzeug, was ein Stückchen weiter oben liegt. Und darauf wartet, dass es Sprit bekommt. Sogar mit Kran habe ich hier nicht mal einen Punkt. Das ist ja eigenartig. Oh, das ist rutschig. Ui, 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 ui. Das macht okay, halt auch nicht besser, wenn wir 10-mal die Strecke fahren. Der Kran kann sich auch an nichts, an keine Dings ranbinden. Okay. Ah, okay. Aber ich könnte ja mal ein bisschen Seitenlast erzeugen. Ja, okay. 300. Ein 360 kann er nicht. Okay. Dann Winkelmesser raus und die genaue Gradzahl seiner Drehreichweite ausmessen. Aber auch da legt er sich nicht wirklich in die Seite. Schade. Wobei, ich glaube, ich komme pixelweise vorwärts. Irgendwo habe ich doch einen leichten Untergrund. Fahrzeugwechsel mal wieder zurück. Nee, nicht wohl wieder Fahrzeugwechsel. Ich versuche ja... Ich bin ja mit dem einen Fahrzeug losgefahren, weil das andere Fahrzeug liegen geblieben ist. Habe was anderes gemacht. Und dieses Fahrzeug dient dazu, um... Zum einen dem 79er sein liegen gebliebenes Fahrzeug wieder aufzurichten, beziehungsweise die Fracht wieder einzuladen. Und das andere liegen gebliebene Fahrzeug, was ich ersatzweise gefahren habe, um, damit ich warten kann, bis der 79er bei dem anderen liegen gebliebenen Fahrzeug ist. Oh, ich bewege mich. Quasi wieder weiter zu fahren. Ich bin frei, frei wie ein LKW im Schlamm. Jetzt? Ja. Schön, ich bin quasi da. Irgendwie habe ich es gerade geschafft mit niedrigstem Lastgang und keine Ahnung. Gut, dann hole ich mir hier vorne das Holz. Ja, nimm mit. Und hoffe einfach mal, dass das zwei Holze sind. Es sind in der Regel immer zwei Holze. Das ist sehr nett. Zwei Holze oder ein Stahlse, so ungefähr. Mhm. Alter, das Spiel nicht so gut kennen, ist das nur eine Vermutung. Ja. Es kann gut sein, dass da mittendrin auf einmal irgendein Scheiß ist, der... Irgendwas hat gerade knapp gemacht, alles klar. Das ist die Rettungsaktion von der 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 Rettungsaktion. Schön, dass du kurz gesagt davor geschrieben hast. Uhu. Ja, hier ist leichter Schnee, habe ich den Eindruck. Ursprünglich wollte ich ja da unten rein und das Ding holen, aber ich glaube, das mache ich jetzt hier noch nicht. So, jetzt muss ich mich allerdings komplett wieder neu einmalen in meine Karten. Da lang. Bin ich nicht entlang gekommen, hier durch. Die komische Straßensperre eigentlich. Okay. Da. Ja. Dort. Ich würde mal die Kranstützen absehen. Ehrlicherweise würde ich das auch gerne tun, aber die kannst du halt nicht absägen. Du kannst den Bock halt nur so hoch bauen, dass sie nicht mehr am Boden rumschleifen. Und das ist schon das höchste Getriebe, was ich... Also die höchste Aufhängung, die ich habe. Das mit den Kranstützen ist halt echt blöd gemacht in dem... Ups, Fall.
Ja, die sind sehr weit außen. Vor allen Dingen, wenn du als zweiter Spieler drauf bist, denkst du, die sind sogar noch runtergelassen. Ja. Okay, die spawnen einfach Baum. Alles passt schon. Ist okay. Kann ich verstehen. Baummörder! Baummörder! Ich habe den Baum nicht gemördert, er ist weggelaufen. Genau. Baumvertreiber. Was ist denn das mit den Kranstützen, die so im Schnee hängen? Werden die als Widerstand simuliert? Ja, werden sie. Das ist Ich tatsächlich. spiele das Spiel ja mit Controller und man hat manchmal das Gefühl, man müsste Dollar drücken, wenn man solche Sachen hat. Das ist, Ja. es ist wirklich gut gemacht. Und ja, wie du siehst, die Kranstützen reißen halt auch den Schnee mit weg. Also die sind Widerstand. Nicht Borg. Und da komme ich regelmäßig aufs E, weil meine Finger fett sind. Aber auf der anderen Seite, du sollst ja auch das Gefühl haben, dass du schwere Dinge durch die Gegend transportierst und bewegst. Also kannst du mit den Winden, sollst du überall dich durchwinden. Aber geil, aber eigentlich auch kacke, genau. Sonst würdest du Formel 1 spielen können, ne? Ja. Naja, auf den glatten Straßen kannst du das ja schon machen. Ja, ich sag mal ganz ehrlich, wer die Vorgängerspiele gespielt hat, der weiß, wie gemein und bösartig man das Spiel noch machen kann. Es gibt so eine schöne Map, die heißt Land unter. Und das meinen die wirklich ernst. Das ist so ein Überflutungsgebiet. Da siehst du manchmal wirklich nur noch die Leuchten oben auf dem Dach und fühlst dann, wo die Straße ist. Das Wasser treibt dich im Fluss zur Seite. Das macht's ja hier auch. Das ist schon brutal. Also das ist teilweise auch schon wirklich irre gut gemacht. Und dafür ist es relativ kleines Spiel und schon okay. Also das ist sein Geld auf jeden Fall wert. Ja. Also ich bereue es auf gar keinen Fall, den Part auch mit den ganzen, mit dem Season Pass gekauft zu haben, weil es macht schon Spaß. Na, guck mal, hier oben ist übrigens Holz, wo ich jetzt gerade bin. Ich weiß, dass da oben nochmal Holz war. Das hatte ich auf der Karte gesehen. Deswegen habe ich mir gedacht, zur Not hätte ich jetzt bei jedem eins gekriegt. Aber wenn ich gleich unten zwei kriege, ist ja optimal. Jo. Und ich meine, wir sind vorher durch Alaska gefahren und ich meine nicht, dass da der Schnee so hart und tief war. Also nicht überall. Nicht so wie hier im Yukon. Ah gut, Kanada ist. Naja, du merkst vor allen Dingen auch, diese Map ist ja dann im Prinzip später erstellt worden. Das ist ja eine DLC-Map. Und die ist im Prinzip dazugekommen, als das Spiel schon eine Weile lief. Und mit den Updates und mit dem zusätzlichen Material hat man das Spiel ja nochmal erschwert. Richtig. Weil die Leute sich gelangweilt haben. Ja, ich sag mal, die alten Spieler, die beiden Spiele vorher gespielt haben, die, ich sag mal, verwandt sind, die waren natürlich relativ schnell, dass sie gesagt haben, oh, ist ja ganz schön leicht. Und dann haben die halt wirklich einfach an der Schwierigkeit gedreht und das haben sie auch gut gemacht, weil das erhöht dann auch ein Stück weit den Langzeitspielspaß. Und wer sich bis hierhin durchkämpft, der ist dann auch kein Neuling mehr. Also der muss das dann auch abkönnen. Also Richtig. Vor allem, der hat dann auch den DLC-Part geholt und sich gedacht, so ja, das lohnt sich. Und freut sich dann hier drüber. Oh nein, was soll ich? Warum? 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 Aktuell letzte oder neueste Teil, wenn du dort auf die Karte rauskommst, fragst du dieses Warum schon, während du die Werkstatt verlässt. Das ist alles Eis. Spreg, Hang und Eis. Also du fährst quasi 20% zur Seite gekippt über Glatteispisten. Da kommst du schon ohne Ladung nicht mehr lang. Yay. Also ich Über weiß ja, Mitladung willst du nicht nachdenken. Ich weiß ja, dass man beim Durchfahren den Boden auffräst. Das wird dann auch irgendwann mal wieder besser oder wird die Karte einfach immer nur schlimmer zum Fahren.
Ja. Ja. Um jeder Durchfahrt wird schlimmer, aber wenn du rausgehst und das Spiel irgendwann neu startest, dann oder die Map wechselst, dann aktualisiert sie sich wieder auf den Standard. Genau. Dann wäre es quasi so, als wärst du noch nie drüber gefahren. Wenn du so am Stück spielst und dann wirklich so deine Touren fährst und dann zum vierten, fünften Mal eine schlammige Stelle fährst, das merkst du. Oh, ja. Und das soll dann auch so sein. Jaul. Herr Kranper. Oh Gott. Oh Gott. Moment. Oh Gott. Ich bin gleich bei dem trockenen Fahrzeug. Ich muss schauen, dass ich noch zumindest 20 Liter reintanken kann von den 100 Liter, die ich jetzt noch drin habe. Die gute Nachricht ist, der LKW steht wieder. Nur dummerweise die Kisten jetzt unterm LKW und nicht mehr oben drüber. Dann dreh den LKW doch einfach um und fahr so weiter. Also quasi ausschalten, einschalten geht wieder. Genau. So ist das bei der Kartenmechanik auch, weil der merkt sich halt nicht, wo was drin ist. Ich denke mal, das wird mit den Safe Games dann auch irgendwann unmöglich, das Ganze zu speichern, weil das wäre wirklich, glaube ich, von der Aktualisierung dann genau. Wir haben quasi hier in dem Gebiet angefangen, das sind schon mal 4 Karten, hier sind es nochmal 4 Karten, da sind es nochmal 4 Karten, da sind es 2, hier sind es 2, da kommen nochmal 2, hier kommen nochmal 4, also es wäre wirklich too much, um das Ganze zu speichern, denke ich. Und das Spiel an sich hat aus bestimmten grafischen Gründen und Detailgründen auch ein paar GB so. Und wenn der Safe Game dann schon mal auf 5 GB hochgeht, macht das keinen Sinn. Aber ganz witzig ist, du machst das eigentlich nicht, dass du rausgehst und wieder reingehst, weil du hast auf den Straßen ja auch diese Steine liegen. Und die sind dann auch wieder da. Und die bist du eigentlich ganz froh, dass die weg sind. Genau. Wir sind nicht quasi fast durch, weil wir haben die Holzmission von Anfang an noch offen. Das heißt, wir müssen nochmal zurück und außerdem haben die in die alten Missionen nochmal neue Aufgaben reingepatcht. Ich glaube, prozentual sind wir knapp über die Hälfte, ne? Was so Aufgabenlösen angeht. Genau, also wir haben noch ein ganzes Stück zu spielen. Und mit jedem neuen DLC, das sie rausbringen, gibt es auch immer noch auf den alten Karten zusätzliche Missionen irgendwie. Oder mit und, vielen davon. Jetzt mit dem letzten Update hat man einen sogenannten Pro-Modus eingefügt. Wem das also alles hier noch zu langweilig und zu schwach ist, der kann bestimmte Sachen ausschalten. Das heißt, du musst deine Aufgaben schaffen, wenn du tankst, musst du dafür bezahlen. Also wenn du dich bergen lässt, nur Einnahmen. Wenn du dich bergen lässt, kostet das richtig Geld und so weiter und so fort. Also ja. Es gibt nochmal eine Schwierigkeitsstufe höher. Dafür hätten wir aber leider neu anfangen müssen und damit wir wollten wir euch nicht schon langweilen. Wir waren quasi mittendrin und da haben wir uns gedacht, nee, Gott sei Dank. Da haben wir uns gedacht, Gott sei Dank haben wir dieses Glück, Pech, ja. Und dann ist das halt so. Ja. Kran ist unterwegs. Ist klar, danke.